Hallo liebe Elbgefahrenleser, wir möchten euch einmal kurz das Spiel B-Color im Video zeigen, denn das Spielprinzip ist gar nicht so einfach zu verstehen, auch wenn wir es schon versucht haben, gut im Text zu beschreiben. Nochmal hier der optische Eindruck und ich würde sagen, wir starten einfach mal hier mit der ersten Welt. Ich habe jetzt noch nicht ganz so viel freigespielt, die Mel hatte das Spiel schon mal getestet und war da ein bisschen weiter, aber das Tutorial überspringen wir jetzt einfach mal und gehen hier in ein Level rein. Und wir haben jetzt hier diese zwei Arten von Kästchen, einmal die ausgefüllten und einmal die leeren. Und ja, die werden als Pinsel beschrieben. Und wir haben jetzt halt die Möglichkeit, mit den ausgefüllten Kästchen weitere mit der gleichen Farbe zu markieren. Sprich, wir ziehen einfach hier an der Zahl und können das dann so bewegen. Und ja, wir müssen halt einmal versuchen, das Feld zu füllen und jetzt mit diesen übrigen Zahlen, die nicht umrandet sind, das Ganze wieder zu löschen. Und wie ihr seht, können wir jetzt hier mit der 3 drei weitere Felder jeweils löschen. Und haben dann das Ziel erreicht, den kompletten Bildschirm in einer Farbe zu färben. Das Ganze funktioniert im gleichen Prinzip in jedem Level. Und man muss halt vorher schauen, ob man erst Felder löscht oder erst Felder hinzufügt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier zwei Felder wieder hinzufüge, kann ich jeweils mit der 5 wieder 5 weitere löschen. Das ist aber am Anfang natürlich noch deutlich einfacher als zum Beispiel schon hier in dieser zweiten Welt, wo wir dann jetzt, sage ich mal, einfach Level 8 nochmal antesten. Und da werden die Zahlen natürlich auch höher. Wir haben jetzt zum Beispiel schon eine 9 und müssen halt schauen, dass wir dann das Ganze hier irgendwie vernünftig gelöscht bekommen. Ich würde sagen, wir machen das mal ungefähr so. Und ich glaube, da haben wir uns sogar verrannt. Ne, das passt, glaube ich. Wir können jetzt hier zwei löschen und können dann hier die 9 auch wieder löschen. Also jetzt geht es eigentlich auch noch mit dem Schwierigkeitsgrad. Mein Tipp ist, dass man eigentlich erst wieder Kästchen markiert, bevor man sie löscht. Dann ist es meistens einfacher und ich schaue einfach mal, ob wir hier nochmal irgendwas hinkriegen. Mit der 5 wahrscheinlich nicht. Wir müssen wahrscheinlich hier erstmal jetzt zum Beispiel die 6 löschen. Können hier wieder 5 neue packen und können hier mit der 6 auch nochmal was Neues hinzufügen. Und haben dann halt die Möglichkeit, das Ganze wieder zu löschen. Und hier mit der 10 den Rest ebenfalls. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Wie ihr seht, es wird immer komplizierter. Man muss wirklich gut nachdenken, dass man am Ende das Ziel erreicht. Und B-Color finde ich wirklich gut gemacht. Einfache Grafiken, super simple Steuerung, dennoch kniffliges Spielprinzip. Das ist eine super Mischung und für 99 Cent und insgesamt 240 Leveln. Also da kann man echt nichts sagen. Und wenn ihr Freunde solcher Spiele seid, dann müsst ihr hier einfach zuschlagen.